Glück auf, liebe Modellbahnfreunde und Freunde der Spur TT. Ja, nun ist tatsächlich vor Ostern doch noch etwas eingetroffen. Und zwar habe ich hier von Artitec zwei Beckeln Figuren. Und das sind einmal die Maurer und einmal Landarbeiter. Sieht schon mal gut aus. Ja, die werde ich sicherlich platzieren, aber ein paar sind auch schon Reserve, falls ich doch mal eine Schmalspuranlage noch baue. Auf alle Fälle schöne Figuren. Und dann kam noch ein anderer Rückstand. Und zwar der Busch Bauzugwagen. Hier mit der Artikelnummer 31508. Mit Ladung. Das werde ich dann erstmal alles auspacken. Und noch ein Rückstand von vorigen Jahr. Meine zweite 58 in der Epoche 3. Mit der Artikelnummer 9067 und vier dömischen Kessel. So, das packe ich mal aus und dann gucken wir uns das mal auf der Anlage an. Ja, bei Busch ist das ja hier immer an solchen Holzgestellen. Sehr umweltfreundlich. Das ist ja mit Drehrungen, die muss ich noch anbringen. Und hier liegen die Teile bei. Schaufeln, Kisten, Fässer, Werkzeug. Ja, das mache ich jetzt. Und dann sehen wir uns auf der Anlage. Auf der anderen Seite gibt es nichts zu sehen. Ja, liebe Modellbahnfreunde, ich habe das jetzt erstmal so ein bisschen hintrapiert. Das werde ich natürlich wahrscheinlich alles erstmal ein bisschen farblich noch anpassen. Zwei Sachen sind mir gleich aufgefallen. Was mir nicht so gefällt, ist, dass hier die Kante so sichtbar ist von dem Schotterhaufen. Ich habe eine extra in die Ecke gerückt, sonst würde man das auf beiden Seiten sehen. Das muss man noch ein bisschen kaschieren. Und dann liegen ja die Rungen bei. Aber meiner Meinung nach, wenn ich nicht die Maden auf den Augen habe, sind ja hier die Rungen schon abgeklappt, angespritzt. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Das hätte man ja mal ein bisschen kommunizieren können. Also da liegt keine Beschreibung bei und nichts. Also meiner Meinung nach kommen hier keine Rungen mehr ran. Und die 58 ist natürlich wie die anderen auch, zum Glück wieder mit schwarzen Lokführern. Da gibt es nichts weiter dazu zu sagen. Die fahren wir jetzt mal ein, da kann sie mal ein paar Runden drehen. Und dann rangieren wir mal den restlichen Bauzug mit rein. Und da kann die Fuhr losgehen. Ja, also Fazit, diesen Zurüstbeutel hätte es eigentlich nicht gebraucht, meiner Meinung nach, aber ihr könnt mich ja mal eines Besseren belehren. Also
wie gesagt, die Seilanker sind dran, die Rungen sind dran. Ich finde auch keine Löcher, wo die Rungen rein könnten. Ich habe ja den anderen Wagen auch von Busch, kann ich mal vergleichen. So, jetzt haben wir zum Vergleich den anderen Buschwagen. Ich habe hier übrigens aus Asterstängeln schöne Stämme geschnitzt. Ich denke, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, gucken wir uns das mal an. Genau, hier seht ihr das ganz deutlich, dass hier die Rungen nicht abgeklappt, angespritzt sind, sondern angesteckt werden mussten. Warum das jetzt bei den Bauzugwagen nicht so gemacht worden ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hätte man sich die sparen können, denn es sind ja auch keine Löcher drin. So, jetzt haben wir den noch mit dem Vergleich. Also, ich sehe da, dass hier die Rungen abgeklappt angespritzt sind und bei dem anderen hier drüben nicht. So, ich denke, dass wir das scharf haben. Also hier, ne? Würde ich mal sagen, dass das die abgeklappten Rungen sind. Ja, die 58 werden natürlich prima. Gibt es nichts zu meckern. So, hier sind noch die restlichen Werkzeuge. Das Fazit ist, die müssen wir noch ein bisschen farblich behandeln. Ja, da muss ich mir Zeit nehmen. Aber ansonsten ein schönes Modell. Und in diesem Sinne hoffe ich jetzt, dass frohe Ostern angebracht sind und nicht noch was kommt. Aber eigentlich sind jetzt die Rückstände bis auf den sechsachsigen Flachwagen von NPE abgearbeitet. Macht's gut! Euer Harry, schöne Ostern, bleibt gesund.